denn los? Irgendwas hast du doch, oder? Hi. Hallo. Was machst du denn hier? Tja, ehrlich gesagt, ich sah dich wegreiten und bin dir gefolgt. Ich hoffe, das ist okay. Sicher. Ein tolles Pferd. Gehst du mit ihr auf das Turnier? Ja, genau. Gehst du auch hin? Auf alle Fälle. Ich sehe aber nur zu. Und dann bringe ich Sascha gleich rüber zu ihrem neuen Stall. Also, habt ihr ihn fertig? Ja. Wollen wir ein Stück zusammen galoppieren? Nein. Irgendwie gefällt mir Penny heute nicht. Ich reite wieder zurück. Das ist schade. Gut, dann tschüss. Hast du kurz Zeit? Nein, ich muss trainieren. Es geht mir bloß darum, dass du mein Gespräch mit David nicht missinterpretierst. Er flippt manchmal leider etwas aus. Missinterpretieren? Sie haben der armen Frau böse zugesetzt. David ist nur besorgt, dass sie dasselbe mit Mama machen. Siehst du, das habe ich gemeint. Du hast nur mitbekommen, was er sagte. Ich weiß genau, dass sie Mama schon angepumpt haben. Setz dich, Vanessa. Wozu denn? Bitte. Also gut. Es wäre möglich, dass ich ein paar Fehler gemacht habe in meinem bisherigen Leben. Aber du doch sicher auch. Wir sprechen im Moment aber nicht von mir. David und ich waren während des Studiums in dasselbe Mädchen verliebt. Nur hat sie mich vorgezogen. Sie sind eben ganz unwiderstehlich. Sie war bildhübsch, reich, unwahrscheinlich gebildet. Und David war wie besessen von ihr. Er hat uns ständig mit seinem Auto verfolgt. Letztendlich erkannte ich, dass ich sie nicht liebe. Jedenfalls nicht so sehr wie sie mich. Und dann kam sie irgendwann mal unangemeldet vorbei. Und? Ich war dummerweise nicht allein. Das war ja klar. Nun, ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber sie drehte völlig durch. Sie rannte raus auf die Straße und lief direkt vor Davids Auto. Er war ihr nachgefahren. Was ist passiert? Sie war monatelang ans Bett gefesselt. Wir wollten sie beide besuchen, aber sie hat uns nicht reingelassen. Sie wurde immer depressiver und ihr Studium hat sie bald danach aufgegeben. Wo ist sie jetzt? Oh, in einem Sanatorium, nehme ich an. Ihre Familie will uns nicht zu ihr lassen. Ich kann nicht mal genau sagen, ob sie wieder ganz gesund ist. Kannst du dir vorstellen, was David und ich empfinden, Vanessa? Wir werfen uns gegenseitig vor, schuld daran zu sein. Sicher verstehst du jetzt, wieso Ingrid nicht unbedingt was davon erfahren soll. Ich meine, sie könnte es so missverstehen wie du. Ich soll demnach lieber meinen Mund halten. Das wäre vielleicht irgendwann von Vorteil für dich. Das bedeutet, sie wollen mich bestechen. Habe ich recht? Ich muss jetzt trainieren. Sehr schön, Bianca. Nur immer so weiter. Hier steckst du. Hallo, Liebling. Ich muss dich sofort sprechen. Was ist denn? Können wir das woanders klären? Das wird schwierig. Wir sind mitten im Training. Hey, konzentrier dich! Geht's um die Hochzeit? Ja, auch. Hast du ein Problem? Wenn nicht bald was klappt, heiraten wir zwei in einem Pferdestall. Na, wenn schon. Solange ich Frau Harmsen werde. Wir sollten... Mach so weiter, dann gewinnst du ganz sicher. Nicht schlecht. Für eine Anfängerin? Hör gar nicht hin. Wie denn? Na schön. Sagst du mir, wieso du sie plötzlich trainierst? Ich kann trainieren, wenn ich will. Na komm schon, Mark, antworte mir vernünftig. Sie hat mir so leid getan. Wir reden hier von Vanessa, oder? Mit Gunnar ist sie nicht zurechtgekommen. Tja, wie verwunderlich. Du wolltest sie nicht? Hat sie mich denn gefragt? Oh, Flavio. Ja, natürlich. Ich verstehe nicht, warum das so wichtig ist. Es sei denn, dass du befürchtest, dass wir eine Gefahr für euch werden. Der Gedanke kommt mir gar nicht erst. Gut, schließlich müsst ihr zwar euch doch von niemandem beweisen, oder? Nein, absolut nicht. Bianca hat jemanden gesucht, der sie trainiert. Das war alles. Ist mir klar. Und genauso war es auch bei Vanessa. Ist das ein Problem für dich? Nein, wie kommst du denn auf sowas? Na, großartig. Dann wären wir uns ja wieder mal einig. Du bist dran. Hallo? Wo treibst du dich rum, Alexa?
Hier ist Mark. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Tja, nichts zu ändern. Hoffnungslos. Was? Sag, sie soll sich melden. Oder sag wenigstens, was du willst. Seit wann hast du mit sowas Erfahrung? Lern erst mal richtig Schach spielen. Schachmatt. Bist du soweit? Oh, ihr zwei. Hallo Mark, hallo Vanessa. Wollen wir anfangen? Klar. Dann häng ich am besten gleich dran. Warum warten wir nicht? Ich bin sowieso noch völlig fertig. Willst du dich nun verbessern oder nicht? Ja, natürlich. Worauf wartest du dann? Guter Sprung, Bianca! Den Kopf immer oben halten! Du musst ihn stärker treiben! Sieh mich doch mal an, ich bin müde! Sieh mich an, konzentrier dich! Du musst ihm zeigen, wer das Sagen hat! Gunnar ist aber früh weg. Er muss bestimmt wieder was für den Querfeldeinkurs erledigen. Hör mir bloß damit auf. Es ist sein Projekt. Und du weißt, wenn er sich erst mal was in den Kopf setzt. Der ist für dich, Schatz. Ich kann nur hoffen, dass er nicht wieder alles allein entscheidet. Oh nein. Was ist denn? Das ist meine Registrierung für das Westernreitturnier gewesen. Wendy Thorstig wird auf Miss Dixie starten. Oh, Wendy. Aber sie heißt nicht Miss Dixie, sondern Sascha. Und Imke ist die Besitzerin, die nicht einmal gerade ausreiten kann. Sie wird so gar nicht damit fertig, oder? Das ist doch verständlich. Du verschwendest nur Zeit. Und womit? Tarek ist offensichtlich das bessere Pferd. Aber Bianca ist sehr viel motivierter als Vanessa. Streng dich gar nicht erst an, das erspart dir viel Frust. Natürlich, Bianca würde durch dich zur Höchstform auflaufen, hä? Oh, ich bin sicher, du könntest es viel besser. Gut, dass du es endlich einsiehst. Angeber. Pass auf, du. Oh. Komme ich irgendwie unpassend? David, du wolltest mit mir reden, nicht wahr? Sofern das geht. Oh, bin schon verschwunden. Und nicht vergessen, David, Herrenabend. Wir bekommen sie schon klein. Ach, können wir das nicht ausfallen? Gekniffen wird nicht. Jedermann hat das Recht auf ein Besäufnis, bevor er an die Kandare kommt. Raus! Noch mehr solche dummen Sprüche zu meinem Bräutigam und du kriegst eins drüber, klar? Hörst du, was ich meine? Wo liegt das Problem denn? Was? Ich dachte, es wäre wichtig. Oh, schon gut. Nur ein kleines Problem in der Schule. Offen gestanden, in deiner Gegenwart erscheint es mir völlig unwichtig. Das hast du aber nett gesagt. Hast du heute keine Schule? Ich wüsste eine Belohnung für mich. Na dann mal los. Ich will, dass sie morgen verschwunden sind. Von der Fitnessfarm und aus meinem Leben. Schon morgen? Früher wäre mir natürlich auch recht. Also das ist doch wohl nicht dein Ernst. Oh doch. Und du denkst, damit bringst du deine Mutter und mich auseinander? Wenn sie morgen nicht weg sind, erfährt sie alles von mir. Ich werde es vielleicht sogar etwas ausschmücken. Das glaubt sie dir nicht. Dann kann sie ja gern David fragen. Du spinnst ja, Vanessa. Und wie wäre es, wenn sie diese Frau besucht, um zu sehen, wie sie geht? Wer weiß, was ich auf diese Weise noch herausfinden Als lässt. Als erstes wirst du herausfinden, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Ehrlich gesagt begreife ich nicht, warum so manche Frauen zu mir kommen, wenn sie nach der Behandlung gleich zum Puder greifen. Ihr zwei habt euch doch wohl nicht gezankt, oder? Oh nein, natürlich nicht, Mama. Eigentlich kommen wir uns gerade sogar relativ nah. Sehr schön. Los, du bist spät dran. Ich fliege. Schönen Tag noch. Hör zu, Ingrid. Ich habe nachgedacht. So, worüber denn? Das ist vielleicht die schwerste Entscheidung in meinem Leben. Schatz, ich habe vor, wieder auszuziehen. Aber wieso? Wenn wir ehrlich sind, habe ich dir doch nur Probleme bereitet, seit wir zusammen wohnen.